Nach einer Pause von mehr als 20 Jahren wurde wieder eine Linienverbindung der Air China zwischen Wien und Peking aufgenommen. Vorerst viermal pro Woche wird die Fluglinie zwischen den beiden Hauptstädten unterwegs sein. Zum Einsatz kommt dabei der Airbus A330-300 mit 311 Sitzplätzen. Ja, wir freuen uns, dass wir die Air China nach 22 Jahren wieder am Flughafen Wien begrüßen dürfen. Die Air China wird viermal die Woche Peking mit Wien und dann weiter Barcelona verbinden. Das ist natürlich eine sehr wichtige Entwicklung auch für das Drehkreuz in Wien. Wir gehen auch davon aus, dass viele chinesische Passagiere auf die Auer umsteigen und deswegen den Hub in Wien hier weiter unterstützen. Und hoffen natürlich auch, wenn sich die Strecke entsprechend entwickelt, dass in Zukunft auch aufgestockt wird. Der chinesische Markt ist ja nicht nur für den Flughafen Wien, sondern auch für den Tourismus in der Ostregion, für die wirtschaftliche Zusammenarbeit Österreichs und Chinas sehr wichtig. Und deswegen glauben wir, dass diese neue Verbindung diese wirtschaftlichen Verbindungen weiter fördern wird. Die chinesischen Touristen sind auch für den Wiener Markt sehr wesentlich und auch am Flughafen Wien hoffen wir natürlich auf gute Umsätze mit diesen Touristen. Für die Strecke setzt man einerseits auf Touristen und Businesspassagiere, aber auch auf die chinesische Community in Österreich, die aus rund 30.000 Menschen besteht. Mehr als 400.000 Reisende aus China wählen pro Jahr Österreich als Urlaubsdestination. Darüber freut sich auch die Wirtschaft. Allein in Wien fallen etwa 200.000 Nächtigungen pro Jahr auf chinesische Touristen, die, ebenfalls erfreulich, rund zwei Drittel ihres Reisebudgets für Einkäufe reservieren. Für den Vienna International Airport sind die Air China-Flüge der Auftakt für insgesamt drei neue Langstrecken im heurigen Jahr. Im Juni folgt Äthiopien mit einer Verbindung nach Addis Abeba, im Juli Austrian mit Flügen nach Newark.